Ich glaube, da wäre bei mir unter dem Aspekt zu sagen, ich würde gerne in die Zeit reisen, bevor in dem Fall Säbelzahntiger nicht mehr vorhanden waren. Das kann ich mir vorstellen als Aussage. Vielleicht nochmal in die 70er Jahre so zurück. Vielleicht hätte ich das ein bisschen näher so erleben. Ich habe nur noch die Auswüchse. Ich hatte zwar noch die Schlaghosen an und die geflickten Jeans, aber das war schon nicht mehr so ganz aktuell. Eher in die Vergangenheit. Frage, welches Zeitalter? Vielleicht Seefahrt, die großen Entdeckungsreisen. Kolumbus, Marco Polo, diese Zeit, das war auch gefährlich damals zu reisen. Ne? Die sind aufgebrochen und wussten nicht, ob sie überhaupt wiederkommen würden und so etwas. Also das finde ich eine spannende Zeit. Ich würde gerne in die Mongolei reisen, in der Zeit, und zwar so vor 80 Jahren, weil ich die starke Vermutung habe, dass es da eine Geschichte gibt, die mich interessieren würde. Aber das bleibt unbekannt, weil es ja in der Vergangenheit liegt. Zukunft würde mich auch interessieren, aber nicht so diese Hightech-Zukunft, sondern so, wo die Menschen gelernt haben, mit dem, was ihnen Gott gegeben hat, umzugehen, so wie die australischen Ureinwohner und so. Also, dass sie wieder näher an der Natur sind und dieses ganze Hightech-Debakel hier
ein bisschen abgeschwollen ist. Einfach durch und durch Krankenschwester. Und wenn man so afrikanische Romane, Bücher liest, dann kommen schon viele Dinge zutage, wo man denkt, ach guck, genau, so war das früher, so hat man es früher gemacht. Da gab es eben keine Pillen, da gab es Kräuter, Rauch, Dämpfe, die die Wunden geheilt haben, auf ganz einfache Art und Weise. Und das war eben alles, bevor die Weißen kamen. Und das wäre so eine Zeit, die hätte mich interessiert. Ich würde sagen, irgendwie würde ich gerne mal so in die Renaissance. So einfach, weil ich da die, ich weiß nicht, die Kleider und so, halt, okay, bei den etwas adigeren Leuten zu der Zeit, so finde ich halt diese Kleider und diese Schlösser und diese Kultur, die halt da so entstanden sind, einfach so, so schön und so, ja, beeindruckensvoll einfach. Auf jeden Fall in die Zeit, wo es noch keine Bilddokumenten gab oder Audiodokumente, weil das ist nicht erhalten. Also wir können nur spekulieren, also der Beethoven war so oder so, oder der Künstler war so oder so, aber das finde ich interessant, hinzureisen und das anzuhören. Ich würde gern in den Armen meiner Oma liegen. Ich würde mit meinem Opa malen. Ich würde dieses Gefühl gerne wieder haben, Kind zu sein und sorglos. Es ist eine Projektion, diese Zeitreise und dieser Wunsch, den man in der Zeitreise hat.
Aber ich glaube nicht, dass es eine bessere Zeit für mich gibt, als in der ich geboren bin und in der ich lebe. Dankeschön.